Hallo Leute! Ich dachte mir, wir bauen das zusammen heute zu. Wie ihr sehen könnt, es ist der Tiefvater, der Vater. Ja, der Vater wahrscheinlich auch. Ich dachte, ich nehme euch mit. Das Video ist nicht gesponsert, das habe ich mir selbst gekauft. Und ja, ich denke, wir machen das heute mal zusammen. Ich weiß nicht, wie lange das Video geht. Und dann mal schauen. Legen wir los. Muss man erstmal reinkommen. Erstmal alles ausholen. So. Kartoffel ist leer, komm weg. Bedienungsanleitung, ganz wichtig. Okay. Mittlerweile gibt es das sogar als Code. Ist auch sehr interessant. Wusste ich auch nicht, dass es das mittlerweile als Code gibt. Aber ich bin da eher klassisch gelegen. Ich nehme gerne das Heft. Da weiß ich wieso, dass es dabei ist. Gut, wenn es nicht dabei ist, dann hat man natürlich ein Problem, aber dann kann man ja immer noch gucken, dass man da vielleicht irgendwie den Store nachfragt, ob wir das haben kann. Dann legen wir mal los. Drei Tüten. Wie ihr schon sehen könnt, schon die ersten Instruktionen, gleich welche Tüte man zuerst nehmen soll. Ich mache die Figuren immer gerne zum Schluss, weil das ist für mich irgendwie so, dass es dann auch als beendet gilt. Aber fangen wir an. Schauen wir gleich mal eine Seite weiter, weil die Figur kommt wie gesagt zum Schluss. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt sowas zusammenbaue. Also nicht Lego an sich, sondern für ein Video. Es wird wahrscheinlich nicht sehr gut werden. Deswegen tut es mir schon mal leid. Aber ich gebe mir große Mühe. Sollte mal irgendwas nicht passen oder so, lasst es mich gerne in die Kommentare wissen. Vielleicht ist der Ton auch heute zu leise. Das kann natürlich auch sein. Was ist denn? Was ist denn? Das ist ja ein cooles Teil. Okay. Okay, kann ich das mit den Bomben-Mini-Tür. Erstmal alles auf den Fußboden schmeißen. Ist ja Gott sei Dank keiner da, den ich stören könnte, außer mich. Aber das hebe ich dann nachher alles wieder auf. So. Brauchen wir noch den Stein hier? Den habe ich gerade gesucht. Der war noch nicht da. Sorry, dass ihr das jetzt gerade hört, aber ich habe Fenster auf, beziehungsweise Tür auf. Und ich möchte halt nicht eingehen unbedingt bei der Wärme. Deswegen. Tut es mir leid für eventuelle Windgeräusche, für Hupen, für alles sozusagen. Okay, noch den. Ist ja auch interessant, das ist das erste Mal, dass ich das hier sehe, dass so eine Figur hier abgebildet ist. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Ist interessant. So, dann haben wir das lustige Ding hier, was schon gleich eingefärbt ist, mit Loch. Die kommen ja an die
Okay, das, ich weiß nicht, ob man es hört. Aber es scheint irgendwas, eine Feder oder sowas drin zu sein. Den stellen sich auch zum ersten Mal. Also, das ist sehr interessant. So, der kommt dann dahin. So. Hm? Will er nicht dahin, wohin soll? Ja, er kann Lust. So, jetzt. Der andere, stell. Nee. Wo ist denn der andere? Und zwei sind. Ich sehe einen davon. Wo ist der andere? Ah, hier. Untergegangen. Einfach untergegangen. Na, sowas aber. So, dann gibt es die. Die mit den Nutzlers oben drauf. Die kommt da. Brauchen wir zweimal von. So. Okay. Wird interessant. Nächste Seite. Dann brauchen wir das Gegenstück davon und den roten Punkt. Ah, brauchen wir zwei von. Okay. So. Das sind wahrscheinlich die Rücklichter. So. Ich sage ja, Rücklichter. Dann haben wir den Stopper, der kommt hier vorne ran. Die beiden brauchen wir noch zweimal. Das klingt interessant, ganz ehrlich. Also. Dann brauchen wir die braun, grau. Braun, ich komme ja noch braun. Die machen wir jeweils zu zweit zusammen, brauchen wir viermal. Damit sie da zusammenkriegen. Die kommen denn hier vorne hin. Ja. Einmal hier vorne und einmal hinten hin. Wie sich das mal wieder? Dann brauchen wir den. Den. Ja. Okay. Wie soll ich das gut? Okay, so sieht es bisher aus. Es ist wahrscheinlich nicht der Rück, nicht sozusagen durch die Dings, sondern der Erde sitzt, natürlich. Wie hätte es auch anders sein können, natürlich. So, da brauchen wir mal den roten. Da gibt es anscheinend nur einen von den zwei rot. Das kommt hier oben drauf. Wenn damit der aufgeht. So. Und von denen hier brauche ich zwei. Die kommen jeweils an die Ecke hier vorne. So. Okay. Ich mal den kleinen. Den brauche ich. Dann kommt einmal hier einer rein. Und hier einer rein. Wenn man dann trifft. So. Dann der lang. Okay, sieht dann so aus.
Da haben wir das zweimal gebrochen, machen wir das gleich zweimal. Ich vergesse nicht wieder, dass wir das zweimal machen sollen. Kommt der mit dem Loch auf die andere Seite. Drehen tut er sich auf jeden Fall. Dann die lange Platte. Ach schade, da dreht er sich nicht mehr. So sieht das dann aus. Und dann haben wir diesen ulkigen Stein hier. Der kommt einfach darauf. Einmal umdrehen. Gar nicht so einfach, die zu finden, hier, diese kleinen Dinger. Kommt da von unten daran. Das ist der letzte. Das war stimmt. Das ist ja doch manchmal schwer zu finden. So. Hier unten sind sie jetzt dran. Dann drehen wir noch den Kram wieder um. Und machen die oben drauf. Wenn man so guckt, sieht es aus wie ein Gesicht. So soll es natürlich nicht bleiben, wir machen es natürlich zu. Aber wird auch ganz lustig. Findet ihr nicht? Wenn ihr da mal rangehen würde. So. Das sind die, kommt dann hier ran. Brauche ich was richtig rum? Ja, richtig rum. So sieht's aus. Dann haben wir den. Und dahin. Den roten drauf. Auf die kommen. Die kommen zwei rauf, okay. Ich habe das auf die Decke gebrochen. Aber es ist nur dran, also ich habe es nur verschoben. Also nicht ganz apropos. Muss er noch irgendwo sitzen, der arme Kerl. So, dann haben wir den großen hier. Und dann zwei von denen. Da. Okay, also mit der D-Form. Das kommt dann hier ran. So. Lass dich mal nicht so breit da Ständchen. So. Doch was, oder? Okay. Dann das Dingens, das T. Drehen wir es lieber andersrum. Ihr Lieben. Ich wollte sich aber alle selbstständig machen, die Dings. Stehe ich gar nicht. Ich habe doch so einen schönen Tisch.
Gucken wir mal, ob wir den da reinkriegen, wie wir da reinkommen. Oder auch nicht. Weiß man ja nie. Was? No, ist drin. Ist zwar jetzt kein Tee mehr, aber jetzt ist es wieder ein Tee. Was, worum soll natürlich nichts sein. Gut, dann haben wir den. Zweimal, der kommt hier vorne. Achso, ich dachte, wieso soll man denn die Löcher da reinpacken? Kommen wir natürlich an die Seite. Nicht wie ich eben dachte. So. Brauchen wir von den zwei und von den Ecken zwei. Von den roten brauchen wir auch zwei. Und von den grauen zwei. So. Die setzen wir mal zusammen. Okay. Der kommt so. Manchmal ist das so ein Gefummel. So. Da kommt der Nutzer dann oben drauf. Ja. Ja. Und dann ein von denen. Und der rote Nutzer. Sieht ungefähr so aus. Oh. Altersschwäche. Gibt schon um. Naja, ich meine, die haben 40 Jahre auf dem Buckel. Kann das schon immer passieren, dass man dann umkippt. So. Achso, das eine kommt natürlich immer so. Moment. So. So. Kommen dann beide nach vorne ran. Das war aber verkehrt. Na sowas. Gott, da kann man die einfach drehen. Na sowas aber auch. So, dann muss man die nur einmal kurz abschnümpseln. Und schon sitzen sie richtig rum. So. Jetzt machen wir das Dreieck. Das. Und dann hier oben drauf. Ups. Ja, einmal den großen, den großen. Und zwar mal die Platte. Die kommt hier ran. Die kommt da ran. Die kommt hier rauf. Es nimmt Gestalt an, würde ich sagen. Mehr oder weniger. Eher weniger, aber. So, dann haben wir die hier. Oder so. Packen wir hier hin. So. Hier auch wieder da hin. So sieht es dann aus. Nächste Seite. Da brauchen wir die beiden Platten.
Die. Und die. Dingens hier. Und die machen wir zusammen. Andersrum. Aus. Ich komme dann hier oben drauf. Oh, da nicht hin. Dann haben wir die beiden schwarzen hier. Kommen hier an die Seite. Und die zwei Nupsels, eins schwarzen oder grau, kommt da vor. Der hat keine Lust. Kleinen Lipsels. Die ganz kleinen hier. Kommt da vorne. Das sieht ungefähr so aus. Jetzt kommen diese Eckteile. Es scheint aufeinander gestapelt. Anscheinend. Oder auch nicht. Einer da unten. Und einer da oben. So. Es scheint richtig zu sein. So. Da müssen die beiden. Wahrscheinlich dann auf der anderen Seite das gleiche in Grün natürlich. Denke ich mal an. Ja, das gleiche in Grün auf der anderen Seite. So. Muss ja alles seine Richtigkeit haben, nicht wahr? So, das Gitter kommt dann da noch mit drauf. Oder so. Gleich Schweife. Auf die Seite natürlich auch noch. So, noch. Immer diese Rückblinker. So. Habe ich schon vorgegriffen. Nicht so oft. Liegt direkt vor meiner Nase. jetzt mit oder ohne? Nehmen wir so und dann kommt da noch so oben drauf. Okay. Nee, Moment. Nochmal von vorne. Also den Sechser hier. Ich habe schon vorgegriffen, wie immer. So, da kommt ja die Dreiecke ran. Da kommt der Weiße. Da so drauf. So. Kommt die schwarze Platte da unten. Ja. Dann kommen auf die andere Seite die Dreier. Und diese Nussels. Hier unten. Ja, so sieht es dann aus.
Dann die Platte. Da habe ich schon vorgegriffen. Nun ist es fertig. Was kommt denn hier vorne raus? Ne, die Rücklichter hier. Gehen immer im Weg. So. So sieht's aus. Dann haben wir die langen. Kommen hier hin. Dann haben wir die mit den Löchern auf beiden Seiten. Das machen wir zweimal. Da kommen sie hin. Hier sind immer unsere Rücklichter. So, dann haben wir diese Brücken und den Zweier, der kommt da unten drauf, irgendwie, wenn es dann geht. So, dann kommen wir hier hin, sieht das richtig? Ja. Das machen wir dann nochmal. Schon was. Dann nehmen wir noch mal die kleinen und die kleinen eckigen und dann das Ding ganz oben drauf. Sieht dann ungefähr so aus. Was kommt denn hier an die Seite? Wieder mehr gerade. Dann haben wir die zwei ja noch. Die kommt dann auch hier runter. Andersrum. Ja, Moment. Andersrum. Oh. Nicht so rum. Dahin. Ja, vorgegriffen. Sowas aber auch nicht. Die andere Seite natürlich dann auch. So sieht es dann aus. Bisher hat es was. Das ist ein Pokémon. Wie Elektro. Nee, Elektro war es nicht. Voltoball. Voltoball war es, genau. Hier kommt natürlich auch noch das Rost dran. Oder das Gitter. Und die Lüftung. Je nachdem, wie man es gerade sehen mag. Geh ich einfach wieder ranzukriegen. Das haben wir schon gemacht. So, da kommt das. Die Platte mit den Dingern hier dran habe ich auch noch nie vorher gesehen. Sehr interessant. Mal schick. So, dann haben wir den langen. Da. Dann der kommt da. Und der kommt die andere Seite. In die Mitte kommt dann der rote. Am Limit dich heute auch. Der weiß natürlich. Ich meine, ihr könnt ihn vielleicht auch rot anmachen, dann ist wahrscheinlich nicht das Problem.
So sieht's aus. Das ist dann die Tür zu der Decke. Oben drauf. Hier natürlich ganz wichtig die Scheibe, weil ohne kann es ein bisschen schwierig werden. Das ist denn der erste. Die erste Tüte. Ah, Tür auf. Deckel hoch. Der kommt in die Figur gleich rein. Aber erstmal bauen wir weiter. Das stellen wir mal beiseite. Damit es nicht im Weg ist. Kommt die zweite Tüte schon. Wieder eine Figur dabei. Nehmen wir natürlich auch erstmal raus. Ich glaube, dem armen Käfer der Kopf. Ja. Dem armen Käfer hier der Kopf. Der wird wahrscheinlich gleich in der Tüte drin sein. Oder? Ja. Das machen wir dann gleich. Oh. Mit der Flügel. Zumindest einer von denen. Hier sind das 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. Ne, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hier sind noch beide. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja. So. Das kommt dann hier hin. Auf einen. Ja. Und da unten kommen diese. Die kommen hier unter. Auf jeden Fall muss eine Seite frei sein. Okay. So sieht es dann aus. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen quasi. Ja. Ungefähr so. Dass jeweils einer übersteht. Aber ich denke, ihr könnt das sehen. Ihr habt ja gute Augen. So viel 6. So viel 6, gut. Kommt hier vorne ein Sechser ran, okay. Die verbindet natürlich dann erstmal alle, damit auch keiner abhaut. So, dann müssen wir die Tür auch noch machen. Hier hin. So, den Kopf nehmen wir natürlich nochmal beiseite, wie gesagt. Das kommt später dran. So, dann haben wir den. Flache, wo nichts dran ist, die kommt hier in die Mitte. So, so sieht es dann aus. Dann haben wir den zweimal und den wieder. Ja, sehr gut. Nee, was ist denn denn? Hä? So. Yes. Ja. Na, wo sind sie denn hin? Da! War in der großen Tüte mit drin. Also, was aber auch. Kann ich aber abhauen. Unhöflich. Unhöflich, sage ich euch. So. Die kommt dann zusammen. Unhöflich, sich einfach zu verstecken.
Vor allem, wenn man verbaut werden soll. So sieht es dann aus. Die beiden hier mit dem Haken quasi, die waren verschwunden. Die waren in der großen Tüte, die lagen ja hier, habt ihr ja gesehen. So, dann drehen wir den ganzen Kram mal um. Dann haben wir die Augen, wie ich immer so schön sage. Und die schwarzen Nupsels. Und einer oben und einer unten hin. Ja, super, dass man das beides auf einer Seite gemacht hat. Pitch, Liebling. Ich hoffe, das ist richtig. Das machen wir zweimal. So. Die werden dann. Okay. So. Ah, deswegen auch das Loch quasi. So. So. Da sind die jetzt hin. So sieht es jetzt aus. Na. Oh. Kommen die Flügel dran. Ich hoffe, ich mache es auch richtig rum. Ach so, ich dachte eben, sie wieso passen das nicht? Ich komme da oben drauf. Ne? Dann haben wir wieder die schwarzen Einzelnen. Die kommen hier zwischen. Das soll das Ganze noch unterstützen. Hoffe ich jedenfalls. Also rum. So. So. So sieht das aus. Ich hoffe, ihr seht das beim ganzen Schwarz. Nächste Seite. Oh, da haben wir jetzt die langen. Ganz lang. Dann haben wir noch die einzelnen. So, in die Mitte kommt eine schwarze Platte. Okay. Nein. Auch nicht. Nee, sowieso nicht. Okay. Wozu? Ah ja, nochmal ist die schwarze Platte. Okay. Ah, gefunden. Okay. So sieht es aus. Aber so viel Schwarz, die dann auch mit Zangen oder mit Nupsels ist, kann ich schon einfach die einzelne Platte zu filmen. So, die nächste Platte. Und das Ganze nochmal in grün. Das waren die 12er, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ja. Ich bin immer so flink. Ich springe immer so schön auf dem Holztisch. Das war der eine. Das andere. Hui.
Ich hoffe, das Video gefällt euch bisher. Ich meine, klar, ich bin kein großer Videomacher oder Macherin, je nachdem, wie ihr möchtet. Aber ich hoffe, so ein bisschen Spaß beim Zugucken habt ihr. Könnt mir das ja gerne sagen, wie es euch gefällt. Positiv wie negativ. Könnt ihr auch sagen, hör auf mit dem Blödsinn, mach das nie wieder. Dann weiß ich das. Lasst es mich also gerne wissen. Weil ich hätte nämlich noch zwei Sachen, die ich gerne noch auch noch bauen möchte, auch fürs Video. Also, wie gesagt, lasst es mich wissen. Okay, da finde die beiden Lampen. Beide Wände. Ah, okay. Ja klar, natürlich. Das werde ich auch anders ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Jetzt habe ich sie sofort gefunden, die schwarze Platte. Hat sie quasi so angetan. So, das tackern wir dann zusammen. Hat einer einen Tacker von euch? Ich jedenfalls nicht. So. So sieht's aus. Ja, muss ich ja zusammendrücken, dass es auch hält. Auf jeden Fall, das ist fertig. Sieht sogar so aus wie auf dem Heft, im Heft. Auf der Seite wollte ich eigentlich sagen, aber irgendwie habe ich die Hälfte verschluckt, wo achso, das kommt in die Mitte. So. Damit es auch zugedeckt ist, damit da kein Loch mehr drin ist hier. Schon mal ein Stück. Das brauchen wir zweimal. Da ist dann der Einzelne mit dem einzelnen Loch. Da kommt hier vorne hin. Da man das zweimal machen muss, mache ich es gleich nochmal. Die langen Seiten. Und dann da unten. So. Ja, oder? Oder? Das kommt da rein. Okay. Dann so aus, wie so ein kleines Häuschen oder zumindest ein Dach. Das haben wir zweimal gemacht. Jetzt sieht das so aus. Die beiden haben wir hier noch dazu gemacht und den einzelnen. So, auf die Seite kommt dann den. Ich glaube ja, weil größere gibt es nicht. Okay, die kommt dann hier vorne mit dran. Zählen.
Fällt mir das erstmal wieder auseinander. Dazu was. So, die Seiten kommen dann hier hin. Und die macht man die Scheibe. Ja, einfach so. Okay. Ein Stückchen beiseite rutschen hier, zu der Nähe rutschen. Okay, dann haben wir die einzelnen. So, dann sieht das jetzt so aus. Das hier vorne haben wir nochmal rangemacht, genau wie hier oben. Ja, es wird so. So würde ich jetzt nicht wirklich erkennen, was das sein soll, aber es nimmt ja Form an. Achso, die kommt da rein. Es ist nicht ganz so einfach, tatsächlich das zu finden. Okay. Wenn er dann noch nicht daran will, ist noch schlimmer. Ja. So. Gut. Nicht. Ich brauche später. Die Zweier hier. Kommt dann hier quasi neben dem Grauen hin. So, ich könnte das sehen. Hier sind die jetzt vier Stück an der Zahl. Und jetzt kommen die großen. Okay, dann wollen wir mal gucken hier. Das ist übrigens der falsche. Sagt aber auch keiner von euch, ne? Also Entschuldigung. Gib mir nicht Stift mit, ich brauche ich noch. Ja. So sieht's aus. Als Nicht-Kenner würde ich nicht erkennen, was das sein soll, aber da ich ein Star Wars-Fan bin. So, drehen wir das mal um. Und die Dreiecke, die kommen irgendwo dahin, wo ich sie jetzt gerade noch nicht erkenne. Ach da. Okay. Wir müssen also ein bisschen Unterstützung kriegen, damit sie mir nicht schiften gehen. Müssen wir mal gucken, warum was gehört.
So, das haben wir jetzt festgemacht, die drei. Dann natürlich auch auf der Seite. Ja, dann ganz Kram wieder oben. Dann kommt das hier nochmal rauf. Das wird jetzt falsch. Der war immer so nützlich, aber ist anscheinend auch nicht mehr. Ah, wir sind jetzt in der Mitte. So, dann haben wir Daumen. Jeweils an die Seite ran. Und die Kanonen, natürlich, das sind ja die Kanonen, sag ich mal. Kommt auf jeweils eine Seite. Gut, so. Da kommt das lustige Dingens hier. Habe ich so auch noch nie gesehen. Sieht nämlich ganz witzig aus. So. Jetzt drehen wir ja einmal um das Flügelchen. Das Flügelchen. So. Ist das egal warum? Ja, ist egal warum. Kommt dann einfach drauf. Ich hoffe, das hält. Bisschen andrücken. Und gleich Base kaputt. Das wäre natürlich suboptimal. So, das ist es auf der Unterseite. Und dann natürlich auch nochmal dran, unser Fell. Jetzt auch nicht auf Wanderschaft geht. Hier natürlich das Guckloch. Oder was auch immer das direkt sein soll. Ich habe gerade ehrlich, ich weiß es nicht. So. Jetzt kommt die großen. Vier Stück von den Zähnen, von den kleinen brauchen wir natürlich auch welche und den. Also quasi den letzten Rest. So, die können wir dann machen wir das rum. Dann gibt es auch der mit der Kugel vorne dran. Kommt auf die andere Seite. Die werden zusammengenupselt. So. Da kannst du echt knicken. Das kannst du so richtig schön knicken. Kannst du so richtig schön in die Tonne treten. Nein, natürlich nicht. Brauchen wir ja schließlich noch. So, hinten kommt dann das Teil dran. Auf der anderen Seite wahrscheinlich dann auch, genau. Nicht vergessen, die Platten mit dran zu packen. So, das machen wir zweimal. So. Nicht halten nehmen, geil.
Nein, auch noch nie gehabt. So. Wurde nie geplant. Mal. So. Der erste Flügel ist fertig. Das hier haben wir eben angebracht. Mit dem Knick. Oh. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das eigentlich ist, was das bedeuten hat. Ich komme mal ein bisschen dichter ran, damit ihr das so ein bisschen seht. So. Der erste Flügel ist fertig. Perfekt. Ja, dann machen wir noch ein bisschen so. So ein bisschen die Kanone ausrichten. So. Den legen wir beiseite. So, noch ein paar Einzelteile. Die sind ja immer gut, wenn so ein bisschen extra dabei ist. Aber man weiß ja nie, nicht wahr? So. Gut. Nein, das machen wir zum Schluss. Dann auf die Tüte. Knallige Farbe. Oh, auch hier ist wieder Agentur mit bei. Hier kommt auch zum Schluss dran. Die sind ja sehr schnell zusammengebaut. Ja, fertig geblieben. Da wollte ich ja nicht stoppen. Oh, ich hab den Kopf bekommen. Ja, packen wir auch gleich aus. Der Kopf kommt auch beiseite. Ne, der eine hat gar keinen Kopf. Ah ne, der hat keinen Helm, nur einen Kopf. So. Das gleiche in grün. Nochmal auf der anderen Seite. Und ein bisschen aufräumen. Mehr oder weniger aufräumen. So, dann machen wir das nochmal. Könnt mir ja gerne auch in die Kommentare schreiben, ob ihr Star Wars-Fans seid, welcher Teil vielleicht euer Lieblingsteil ist, ob ihr jemals überhaupt einen Star Wars gesehen habt oder die Serien. Ich muss ja gestehen, ich habe die Serien an sich nie gesehen. Die haben mich leider nie interessiert. Das habe ich irgendwie nie so verfolgt. Die Filme auf jeden Fall. Also, ich bin mit den Filmen aufgewachsen. Ja, ich bin jetzt nicht überdimensional groß alt. Aber ja, wie gesagt, ich bin damit aufgewachsen. Ich glaube, mein Lieblingsfilm ist tatsächlich der erste, weil damit natürlich auch das Franchise begann, damals vor 40 Jahren. Oder ich glaube mittlerweile, ja, 40 Jahren. Oder über 40 Jahre mittlerweile, glaube ich sogar schon. Ich habe das jetzt nicht gerade genau im Kopf, wann das direkt war. Aber natürlich bin ich nicht nur mit denen aus den 70ern aufgewachsen, ich bin natürlich auch mit den 2000ern aufgewachsen. Quasi mit 1, 2 und 3. Weil George Lucas hat ja gesagt, wir machen zuerst 4, 5 und 6 und machen dann irgendwann 1, 2, 3. Aber klar kenne ich natürlich auch die ganz neuen Teile, die ja jetzt noch nicht ganz so alt sind. Aber wie gesagt, ich mochte auch die Ableger, die Ewoks zum Beispiel, Karawane der Tapferen oder Kampf um Endor. Das sind zwei unglaublich gute Filme. Klar, für ihre damalige Zeit natürlich unglaubliche Filme.
Aber ich finde sie halt auch immer noch sehr gut. Guck sie immer wieder gerne. Wie ihr seht, mache ich das aber schon mal irgendwie aus dem Gedächtnis quasi fast. Ich blätter zweimal um, aber natürlich kommt das nochmal dran. Jetzt, wo man weiß, was dann natürlich, wenn man mal guckt, was ist was, was daraus werden wird, ist ganz interessant auch zu sehen. Jetzt, wenn man auch weiß, wie man es machen muss, kann man es auch schneller machen natürlich. Kommt man ja auch besser mit zurecht. Autsch. Ja, weil mein Lieblings-Evo tatsächlich ist Wicked. Die fand ich schon immer süß. Ich habe auch die, ja, die Actionfiguren damals gehabt. Von Luke, von Han, von Chewie habe ich die. Ich habe die natürlich immer noch. Und habe sie damals auch geliebt ohne Ende. Damals sehr oft mit denen gespielt. Also. Ja. Ich habe auch einen Ewok. Ich weiß allerdings nicht, wie er heißt. Den Namen habe ich irgendwie nie gewusst. Aber er ist auf jeden Fall ja, weiß mit ja, grauen Streifen, kann man das sagen. Und das war immer gut, mit denen auch zu spielen. Weil ich hatte sonst niemanden zum Spielen. Also habe ich mich eher mit meinem Lego, mit meinem Playmobil beschäftigt. Und jetzt, wo man erwachsen ist, kommt es natürlich wieder durch. So, das andere Ende quasi haben wir schon. Beziehungsweise ein Teil zumindest davon. Wir nehmen. Oh, sieht gut aus bisher. Gehen die schon zusammen? Die wollen hier schon kuscheln. So kalt ist das nur draußen, aber auch nicht. Dass ihr hier schon kuscheln müsst, Leute. Na, wo ist das Dreieck? Okay. Ach, da. Ich sage, so viele schwarze Stücke. Ist nicht so leicht zu finden. So, auf eben, ne? Große in der Mitte, ne, in die Mitte. Kommt natürlich auf die anderen Platten. Auch wieder zweimal.
Nehmen wir dann wieder mit dem Einzelnen. So. Dann das wieder. Sieht jetzt so aus. Sorry, aber wenn man sich den Mund fusselig redet, dann ist die Stimme irgendwann weg. Wie beim Stream, dann ist die Stimme einfach weg. Und keiner weiß es. Keiner hat es mitgekriegt. Dann drauf. Dann die mit dem Gitter quasi oder mit dieser Rille. Und wieder vorne drauf. Zwei Stück. Also eigentlich vier, weil ich brauche ja auch zweimal. Was anderes? Sieht das dann aus? Habe ich jetzt nichts vergessen, ne? Lieber nochmal nachgucken. Nicht, dass ich tatsächlich was vergesse in der Eifer des Gefechts. Ne? Wusste ich doch, dass ich was vergessen habe. Den. So, schwarze Abdeckung. So, jetzt kommt das anpassen. So, ich nehme wieder Form an. Die hatten wir ja eben auch bereits. Ist natürlich wichtig, ganz wichtig natürlich. So, kommen wir jetzt mit Platten drauf. Großen Raum. Ups, ey. So eigentlich heute. So. Dann jeweils einen. So. So. Ne, den. Die müssen wir so eigentlich füttern. So. Sieht aus wie eben. Hier mit den Einzelnen, mit dem Doppelten und wieder mit dem Einzelnen. Die Nupsels kommen wieder neben den Grauen. Hier kommen sie hin. Ich sehe quasi einmal das erste nur und du. Ja, grau natürlich. So. Dann kommen die Abdeckung natürlich auch wieder dahin, wo sie hin sollen. Wenn man dann trifft. Zwei und ein Dreier. Ja.
Sieht wieder gut aus. Drehen wir die ganze Suppe wieder um. Mit den Dreiecken fangen wir wieder an. Ups, Engel. Er ist noch dran, er ist noch heil. Ist ein bisschen eilig gehabt eben. So, da kommen die anderen Grauen wieder in die Mitte. So. So sieht es von mir aus. Hier, das habe ich eben gemacht. Mal ein bisschen nachdrücken. Die Kanonen natürlich auch wieder dahin, wo sie hin sollen. Der schießt jetzt mal in die andere Richtung. Was sind der Sturmtruppen? Die schießen ja sowieso um uns hin. Nur wo sie wirklich hinschießen sollen, da treffen sie wieder nicht. Hatten die eigentlich jemals Zielübung? Ein bisschen unser Schießtraining? Ich weiß es gar nicht. Die Platte, diese ulkige Platte hier, kommt natürlich auch wieder auf die Rückseite. Ne, willst du da nicht rennen? Ach, besser mit Schmack ist, dann geht das. Die wird natürlich auch wieder gefixt mit den Dreiecken. Damit das auch alles hält. Ups, sehr grün. So. Wenn er dann rangeht. Ja. So sieht es dann aus. Hier die Dreiecke. Passt alles. Ja. Natürlich kommt dann der. Ups, hier der Runde kommt natürlich wieder in die Mitte. Irgendwie. Ja. Muss man uns ein Stück trinken, einen Moment. So. Wieder Startler. Ah. Dann haben wir die beiden natürlich wieder am Start. Gut. So, ganz wichtig. Den haben wir vergessen. Gott sei Dank kann die diese Leiste quasi sich in beide Richtungen biegen. Oder überhaupt in mehrere Richtungen. Das wäre sie wahrscheinlich irgendwie schon mal gebrochen oder so. Kann natürlich gut passieren. Was wir ja nie hoffen wollen. Schließen wir, brauchen wir genau. So. Ah, die Beine sind fertig. Müssen wir sie nur noch andrehen. So. Nimm doch den Knick.
So. Zweiter Flügel ist fertig. Und jetzt bringen wir sie an. In der Hoffnung, dass ich auf treffe. So. Etwas mehr Schmack ist, aber vorsichtig. Ja. Zweiter Flügel. Halt, geblieben. Ich brauche ich noch. So. Ups. So. Die Nupsels kommen wohin? Da haben wir drei Stück von denen. Wo bringe ich die an? Zeige ich euch gleich, wo sie hinkommen. Moment. So. Da kommen sie hin. Da unten, wo die Federn drin sind. Man kann sogar. Cool. Das ist cool. Man kann sie zurückschieben. Und dann kann man sie hinten. Da. Huch. Ich habe sie natürlich jetzt nicht ganz reingedrückt. Kann man sie wieder rausschießen. So. Oh, ich störe aber fast. Natürlich ist es dann, ne, ein Ersatz. Man weiß ja nie, wo die alle hingehen. So, ich baue dann kurz mal die Figuren zusammen. So, das ist die erste Figur. Das stellen wir mal rein. Dann natürlich ganz wichtig der Pilot. Also. Ah, der Kerl hat sogar Kopf. Und natürlich ganz wichtig der Helm. Ne? So. So sieht der Pilot natürlich aus. Oh. Letztes Übergewicht nach hinten. Und das Wichtigste, wie ich finde, oder der zweitwichtigste, ist natürlich der Stormtrooper. Mit Gesicht, bevor man ihn nie sieht. Aber auch mit wichtigem Helm. Und Waffe. Da habt ihr euren Stormtrooper. Ich komme ein Stückchen dichter. So. Das war's mit dem Zusammenbau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat wirklich Spaß gemacht, tatsächlich, das zu bauen. Es kommt zurück, oder was heißt zurück? Es kommt in die Vitrine zu dem anderen, was schon steht. Natürlich der kleine Todesstern, den ich da habe. Da gibt es leider kein Video von, da habe ich nicht dran gedacht, als ich es zusammengebaut habe. Aber ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart, dass ihr das geguckt habt. Wie gesagt, lasst mir in die Kommentare gerne eure Meinung, wie ihr das gefunden habt. Wie ihr den Zusammenbau gefallen habt. Wie gesagt, welcher Film euer Liebling ist, sagte mir das gestern. Gerne, nicht gestern, aber gestern vielleicht auch. Ja, bis zum nächsten Lego-Video. Weil ein Set habe ich nämlich noch, was ich gerne zusammenbauen möchte. Und ja, vielen Dank. Bis dahin. Ciao.